So, haben wir auch alles fürs Ritual? Ich hoffe. Ja, ich habe alles eingepackt. Ja. Moin, moin und damit herzlich willkommen zu einer weiteren besonderen Runde Ghost Exile. Denn wir haben endlich die Ritualsachen dabei. Und wir sind in der Lage, den Geist herauszufinden, denn wir wissen jetzt auch, wie wir mit dem sprechen. Wir sind nicht mehr ganz so noobig unterwegs. Doch, irgendwie doch schon Ja, noch. okay, also wir sind mega inkompetent. Aber wir kriegen es hin. Wir werden den Geist ermitteln und dieses Mal werden wir ihn vertreiben. Wir werden ihn seine teuflische, spektrale Seele austreiben. Du übertreibst schon wieder so, dass das wieder keiner glaubt. Okay, wir kriegen gar nichts hin. Aber das machen wir. Das können wir am Das besten. können wir am besten. So, wenn ihr sehen wollt, wie das Spiel nicht funktioniert, bleibt gerne am Ball, bleibt gern dabei. Ja. Ja, das müssen wir nächstes Mal machen, mein neues Spiel. Ist das So. Wir eine müssen ja erstmal andere wieder den Bude, ne? Boah. Ausweis finden. Ne, erstmal müssen wir den Stromkast. Ja, bei mir hat es gerade geklopft. Ja, hier auch. Wir brauchen den Stromkast. Weißt du, wo der ist? Nee, aber ich gehe davon aus, dass dieses Haus einen Keller besitzt. Ich gehe schon gucken, du Jaffel, ey. Oh, eine Quest ist schon So. erledigt. Welche? Ich hab den Strom. Bezeuge ein paranormales Phänomen. Ah, wegen dem Klopfen. Boah, sind wir krass. 3 Sekunden in der Bude und wir haben schon hier ein Rätsel gelöst. Oh. Typisch. Wir sind so extrem. Extrem geil sind wir. Ja. Dieses Haus hat so viel Treppen, ey. Absolute Pros sind wir. Oh, hier ist eine Pros Schublade oder? rausgefallen. Ach je. Oh, Herr Nee, Jemine. nee. Herr Gemini. Wo ist hier der Lichtschalter? Wieso setzt man den hinter die Tür? Das ist Ja, voll manchmal dumm. sind die echt komisch gemacht, die Schalter hier, ey. Oh, die haben aber neue Waschmaschine hier. Echt? Ja, die ist nicht Sag mal, ist alt. das so eine Miele? Ja. Was haben wir denn da für eine Marke? Sieht Steht auf gar jeden keine Fall drauf. nicht. So ein No-Name-Produkt. Aber die sieht gut aus, ja? Ja, sieht aus wie unsere. Für 100 Wäschen hier das Waschpulver. Ah, musst nicht viel reinmachen. Hey, ist das nicht das gleiche? Nee. Passt so ein bisschen. Oh, hier ist die Schublade. Mit dem Ausweis. Oh, geil. Und Ach nee, das war ich, ja knapp. ich habe einen Schlüssel für eine Kiste. Oh mein Gott, wir eskalieren Oh, total. wir gehen so ab. So, warte mal. Untersuchen. Sieht so aus, als wäre sein Name Daniel Jones. Er ist gerade 44 Jahre alt. Oh. Also einer von der älteren Sorte. Der hat sein Leben lang gerne Münzen und Schlüssel gesammelt. Oh, hier ist schon was Ich weiß an. nicht, warum können wir die aufmachen? Jo. Hallo, Daniel, bist du hier? Hast du das ausgemacht? Ja, Okay. weil mich das nervt. So, ich guck noch mal ein bisschen nach Dunst und Orbs. Hier ist aber die Tapete schon am Abfammeln. Was ist denn hier in dem Zimmer, ey? In dem Zimmer. Ja, die Tapete sieht aus, als wenn die gleich abfällt. Okay, ich habe jetzt noch keine Orbs, keinen Dunst gesehen. Hier auch noch gar nichts. Oh, doch, Dunst. Wir haben definitiv Dunst. Definitiv. Definitiv. Und zwar unten. War das in-game oder außerhalb vom Spiel? Jasmin? Ja, wir haben hier gerade ein kleines Problemchen. Einen Moment. Okay. Ich wollte gerade sagen. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Gut, dann werde ich mal weiter investigativ unterwegs sein. Denn wir können ja. So, auf den schmeißen wir gleich hier vorne hin. Nee. Bisschen drehen. So. Weil wir haben ja hier auch die Mii-Wolke und das Licht ist hier aus. Jetzt habe ich natürlich kein Schwarzlicht. Welche Gerätschaften habe ich noch?
Okay, 5,8 Grad. Daniel, gib uns ein Zeichen. So. Es ist noch ziemlich warm hier drin, ne? Oh, kann man sich noch mal einweisen lassen? Königs Luther, ne? Oben ist, glaube ich, noch ein Radio an. Ja, ich such's. Warte, einen Moment. Ich dachte, es kommt vorbei, oder? Aber, hey, ich war doch gerade hier. Oh, EMF5. Okay, ist sehr gut. Oh, das läuft heute. Das läuft. Jo, immer noch. Oben, ja? Handy? Ja. 1,6 Grad. Ich habe ein Feuerzeug. Weil es noch kälter wird. Mit Feuer machen, oder? Ja, aber hier ging auch irgendwo ein Handy. Ich kann das Kissen nehmen. Ach was. Cool. Kann ich umdrehen. Hier ist ein Reacher-Brett. Aber warum nur das eine? Ich raff das nicht. Mir wird es angezeigt, aber ich kann es nicht nehmen. Das ist manchmal echt merkwürdig. Aber Fingerabdrücke habe ich. Fingerabdrücke habe ich jetzt hier nicht. Ja, wir haben hier um die 5 Grad. Aber ja, hier bei EMF. Oh. 5. Oh, unten 0,8 Grad. Oh, ich hasse so in die Wandern. Und schon wieder warm geworden. Das Handy, das ging auch eben. Hä? Was hat hier gerade... Irgendwas hat hier geblinkt. Ich könnte es nehmen, aber jetzt sehe ich es nicht mehr. Ah, das habe ich auch zwischendurch. Ah, hier. Ich konnte eine Kiste aufmachen. Ja, da... Oh, jetzt habe ich 2 Feuerzeuge. Scheiße. Ja, hier ist eine Kiste rausgefallen. Das hätte ich mal dir geben sollen. War die vorhin schon draußen? Hier? Eine Kiste draußen? Nee. Nein, eine Schublade hier. Wenn es oben ist, weiß ich es nicht. Unten ist auf jeden Fall. Ja, die war draußen. Alter. Unsere Kommunikation, die läuft, Jasmin, die läuft. Es ist wie normal. Es ist kein Unterschied zu merken. Ich konnte hier noch eine Kiste öffnen. Na schön. Was ist das für eine Tür hier? Also wir sind schon ganz dicht an die 0 Grad ein paar Mal dran gewesen. Aber wir kommen nicht runter. Ich habe irgendwas gehört. Stimmt. EMF5? Ja, ich will mal den Bewegungssensor holen. Wo komme ich hier nochmal raus? Und die Geisterbox. Anni, die hast du, ne? Ja, kann ich dir aber geben, ich komme gerade raus. Ich habe jetzt das Buch und den Bewegungssensor. Ich bin voll. Also EMF5, dann kann ich den ja hier liegen lassen, weil... Ja, ich hole ihn gleich. Brauchst du den? Hier den die Geisterbox meine ich jetzt. Wo mache ich denn den am besten ran? Aber wir haben noch keinen Lieblingsraum, ne? In welchem Raum bist du? Kann der ja auch die Geisterbox reinbringen. Ja. Oh, das ist der falsche Busch. In welchem Raum bist du? Kannst du mit uns sprechen? Hallo. Ist da jemand? Wie ist dein Name? Wie alt bist du? Oh, am Anfang habe ich... Oh, am Ende. Warte mal. Hö, geil. Jetzt geht das... Warte mal. Oh. Ich habe was hier... Was drauf. Hast du das gehört? Ja, ist eine Reaktion, ne? Ja, am Ende. Jetzt nimmt er auch mein... Jetzt nimmt er auch meine Sprache mit auf. Ja. Hier. Ja, wir haben ja eigentlich, oder? Weiß ich nicht. Warte, ich muss das nochmal machen. Kannst du mit uns reden? Bist du hier? Ja, ich habe wieder eine Reaktion. Wie alt bist du?
Wie bist du gestorben? Kannst du mit uns reden? Hallo, wie ist dein Name? Ja, warte mal. Bist du hier? Ja, ich hab hier eine Reaktion. Wie alt bist du? Wie bist du gestorben? Ja. Ist eine Reaktion. Zweimal. Hallo. Kannst du auch mit der Geisterbox reden? Bist du hier? Aber leider versteht man das nicht. Okay. Au, 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 wir sind gut unterwegs. Und zwar, wir haben einmal Reaktion Diktiergerät. IMF Level 5 hattest du zweimal. Ja, deswegen antwortet der jetzt auch, ey, weil ich habe ja jetzt jedes Mal die Dings gedrückt gehabt, letztes Mal. Und den Dunst hatten wir, ne? Also, Reaktion Diktiergerät, IMF 5 und Dunst, was sagtest du? It didn't give me anything. I need to check the evidence that I saw. Okay, das ja, Diktiergerät scheint vielleicht nicht zu zählen. Hä? Aber das ist auch eine Reaktion, Diktiergerät. Eigentlich würde... Also ich würde es jetzt bejahen. Ist doch jetzt auch abgebildet. Aber wir haben kein... Ja, dann ist dein Dunst falsch. Nee, vielleicht. Den habe ich ja mehrfach gesehen. Also er zeigt mir keinen Geist an, wenn ich damit durch das Buch gehe. Oh, das mit geht schon wieder nicht, oder was? Was ist, wenn du Diktiergerät rausnimmst und was anderes nimmst? Wenn ich das Diktiergerät rausnehme und was wollen wir stattdessen reinnehmen? Geisterbox vielleicht. Ich probiere es mal. Aber der hat ja nicht mit mir geredet. Ja, ist ja egal. Du sollst ja noch gucken, ob das geht. Nöp. Ja, versuch mal alle durch. Geht bestimmt wieder nix. Ja, dann fliege ich wieder raus. Dann denkt das Spiel, der will schummeln. Okay, welche Gerätschaften? Ich habe noch das Buch. Ich kann ja mal das Buch reinbringen. Also ich lasse das erstmal so. Weil es ist ja eine Reaktion. Bin ich auch der... Also ich würde das unterschreiben. Ich würde das genauso sehen. Oh. Ups. Erstmal Platz machen. Daniel, schreib ins Buch. Ja, vielleicht ist das hier auch nicht sein Lieblingsraum. In welchem Raum bist du? Kannst du mit mir reden? Wo bist er hat du? Ins Buch er schreibt geschrieben. Ein Buch. Hallo, dein Name. In welchem Raum bist du? Diktiergerät raus und Geisternotiz. Zeigt nichts an. Müssen wir erst nachschlagen. Ich sag pst und du quatsch weiter, ey. Ich hab dich nicht mal gehört. Ich hab pst gemacht. So, warte mal. Also Buch. Genau. Und was kommt dann für ein Geist raus? Ein Kijo. Aber was ist denn das dann mit dem Diktiergerät? Du müsstest das jetzt auch in deinem Buch haben. Ja. Okay, das heilige Ritual ist... von Diru. Aber was ist denn das denn mit dem Diktiergerät? Das ist doch auch eine Reaktion. Ich weiß es nicht, vielleicht zählt das nicht. Finde ich aber echt merkwürdig hier, ey. Vielleicht ist das auch nur, weil du reingequatscht hast, das hatten wir ja vorher nicht. Hä, aber nein, die Reaktion ist ja, wenn er was gesagt hat. Er sagt ja was. Ja, aber vielleicht muss die Reaktion noch anders sein, damit das zählt. Also, wir haben den Kijo. Das heilige Ritual von Diru. Oh Gott, bin ich nervös. Kannst du mit mir reden?
Wo bist du? Er schreibt hinzu. Was brauche ich denn dafür? Dein Name. Klimp, mach doch mal blip. Brauchst Salz, brauchst die Sprühdose, brauchst alles. Arlet. Arlet im Lot auf dem Boot. Er hieß Daniel, ne? Ja. Daniel Jones. Aber müssen wir hier alle Kerzen und alles mitnehmen? Ja, du musst ja wahrscheinlich so einen Zirkel machen. Hast du noch nie ein Ritual gemacht, oder was? Ne, ich weiß nicht, was ich davon mitnehmen muss. Ob ich die Voodoo-Puppe, den Knochen, die Steine... Wo kann ich das nachlesen? Wahrscheinlich hier bei dem... Welches brauchen wir? Das heilige Ritual von Dero. Wird doch gar nicht, oder? Steht hier gar nicht. Davon. Keine Ahnung, du, wie das gemacht werden muss. Bisschen überfordert gerade. Ich kann das auch nicht nachlesen, weil es steht ja nicht im Buch drinne. Er freut sich immer schon so und dann geht's doch nicht. Ah! Also, wir brauchen 3 Kerzen und 1 Schädel. Wie bist du jetzt drauf gekommen? Ah, Schädel haben wir. Ich habe ins Ritualbuch geguckt. Das ist wo? Aha. Ja. Okay, gut. Also wir haben keinen Schädel. Doch. Ja. Ist drin. Ach, und wie müssen wir das machen? Du musst jetzt noch eine Kerze und einen Schädel nehmen, weil ich kann nichts mehr weiternehmen. Genau. Ja. Und dann, brauchen wir noch ein Kreuz oder so? 3 Kerzen, 1 Schädel. Nee. Nimm mir das mit. Okay. Und jetzt müssen wir ganz weit weg von dem Geisterraum. Der Geisterraum war jetzt wo nochmal? Also ich würde behaupten, dass das hier sein Raum ist. Meinst du? Ja. Ich dachte da oben. Ich würde hier in dem... Ja? Meinst du? Der war doch oben voll viel. Ich hätte jetzt... Die ist mir doch auch oben entgegengekommen. Wo bist du denn? Hier. Ich hätte jetzt gesagt, hier. Hier war der doch auch. Oder nicht? Ich weiß nicht. Also wir hatten jetzt die Beweise, haben wir alle hier vorne nein, gesammelt. Nein. Ja, nach unten, nee. Hier hat der Wasser angemacht. Naja, dann will ich hier nicht hingehen. Ich würde sagen, wir machen oben. Ja, du machst das schon. Kann man nicht weglaufen, genau. Ist richtig intelligent. Wir versuchen unser Glück. Ja. Okay. Zeichne ein Siegel in irgendeinem Raum. Wie willst du das zeichnen? Ich weiß nicht. Ich habe eine Sprühdose mitgenommen. Ja, also ja, ja. Im Auto. Bitte? Ja, im Auto. Oh. Ja, dann muss ich ja das Ritualbuch einmal hier lassen, ne? Ich komme mit. Wenn der mich killt, haben wir ein Problem.
Okay. Jetzt bald, ey. Eine Sprühdose. Was denn? Ich hab geguckt, ob der oben steht. Ich bin schon wieder oben. Ich weiß. Achso, du bist hinter mir. Ich. Puh. Ich hab gedacht, du stehst noch draußen. Okay. Ja, wie machen wir das jetzt? Kleinen Moment. Das Siegel des Ahmed Anna. Na, bis da sind wir gleich tot, ey. Der Wille steht, war da. Steht hier gar nicht drinne bei mir. Ja, wie willst du denn das zeichnen sonst? Zeichne ein Siegel in irgendeinen Raum. Vielleicht kommt der Geist und dann war's das mit deinem Ritual hier. Da deine Kerzen? Achso. Huch! Sieht das richtig aus? Da ist, ich sehe gar nichts. Warte mal. Nee, ich habe hier so eine Ohrskizze. Hä, wo sind denn meine Sachen? Ja, das ist es. Hä? Ah, okay. So, hier. Wo kommt der Schädel hin? So. Ach, das geht automatisch. Okay. Wenn du auf E gehst. Also bei mir ging es automatisch. Es sind ja alle drei. Drei Kerzen haben wir insgesamt. Nur? Brauchen wir nicht mehr? Muss ich mich jetzt hier in den Kreis stellen? Platziere oder die so? Gegenstände auf dem Siegel. Das haben wir getan, ne? Ja. Und dann? Lies folgenden Text laut vor. Ja, müsste ich im Kreis stehen oder nicht? Nein, nein, nein. Ich muss im Kreis stehen, weil ich das Buch habe. Ja, bist du doof oder was? Dann muss ich auch mit dem Kreis stehen, jetzt gehe ich doch drauf, oder nicht? Nein, das geht ja nur, du musst sogar außerhalb des Kreises, soweit ich weiß. Ich muss mittig stehen und dann muss der rot leuchten. Genau, und dann bist du geschützt und ich nicht. Nein. Leuchtet der rot bei dir? Nein, bei mir leuchtet hier gar nicht. Die Kerzen noch anzünden? Ja, wäre logischer, ne? Man macht ein Ritual mit Kerzen an. Kannst du bei den Kerzen hier E? Hab ich. Und die hier auch noch. Ja, du bist im Weg. Ah. Okay. Müssen wir nur mal gucken, dass ich hier vernünftig stehe. Und dann? So. Da flackert das Licht. Leuchtet hier der Zirkel rot bei dir, wenn ich hier stehe? Nein, immer noch nicht. Hier. Ah, den Kopf musst du noch platzieren. Okay. Jetzt. Oh, mein Gott. Wie hieß der Geist? Daniel. Weiter? Jones. Daniel Jones. Ich verarsche nicht. Bebe vor Angst. Wenn der Name Christus gerufen wird. Das war's? Nee. Haben sich Portale, ist hier irgendein Schleier weggeflogen? Keine Ahnung, ich habe auf das Ding geguckt. In dessen Anblick die Hölle erzittert. Ja? Ja? Portale wurden geöffnet. Ja, schließen, 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 schließen. Du musst hingehen und ganz oft schließen sagen. Wo denn? War hier im Raum sogar, haben Glück gehabt. Ich muss das auch sagen? Ja, wir beide.
Ja, schön, dass du mich darüber mal Daniel informierst. Daniel Jones. Der ist sehr doof, ey. Schließen, schließen, schließen. Da kommt ein Grauch. Nein, ja, wir müssen dem folgen. Nebenan ist das. Ja, Patrick, ich kann in deinem Kopf schließen, 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 schließen. Genau, wir müssen diese Rauchschwaden immer, dem müssen wir folgen und dann müssen wir die Portale schließen. Okay. Mhm, toll. Das fällt dir echt früh ein, ey. Geh raus, du Dämon! Um die Feinde der Kirche zu zerstören. Wir beten, damit du uns erhörst. Okay. Er hat wieder was ausgepustet. Ja, die Kerze. Raus aus dem Geist aller Unreinheit. Du brennst. Was, muss ich was machen? Nein, wir haben den Geist vertrieben. Wir haben es geschafft. Du bist da drinne. Echt? Bei mir bin ich rausgegangen. Ach da. Ja, das war der Exorzismus. Ah ja. Wir haben es geschafft. Das hätte ich mal gern von draußen gesehen. Ja, aber ich brauche deine Hilfe dabei. Was denn? Naja, zum Schließen. Manchmal kommen mehr Portale. Ich habe nicht mal was gemacht, weil mir wurde das ja nicht erklärt. Aber du hast die Sachen mit reingeschleppt. Ja. Jetzt ist der Geist weg, jetzt kannst du ja alles sagen. Daniel Jones, Kill Hunt, Jasmin. Daniel, 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 Daniel. Ja, so haben wir es hier mal. Ey, das war eine richtig erfolgreiche Runde. Mhm. Wir haben es richtig gerockt. Mhm. Du und ich haben es so gedrained. Wir waren voll die Johnsons. Haus Blut. Ich will mal gucken. Oh ja, 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 da burns. Warte mal, ich will mal noch ein Foto machen. Vielleicht gibt es ja Geld dafür. Wo habe ich denn die Kamera hingeschmissen, die Fotokamera? Ach, die ist noch... Ist die haben wir noch gar nicht mitgenommen. Ey, wir haben so gerockt, den Geist. Der hat no chance gehabt, ey. Und das Ganze in nicht mal 30 Minuten. Würde schon sagen, dass wir Pros sind. Das war auf Anfänger. Das war der Stuhl. Bada 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 bada. Wir haben's voll gerockt, rockt. Ja, wir haben's voll gerockt, rockt. Ja, wir haben's voll gerockt, rockt. Ja, dann einmal schließen oder was? Und dann gucken, wie viel Geld wir gekriegt haben? Juhu, denn es gibt Money, Money, Money. Money, Money, Money. Money, Money, Money. Wir haben's voll gerockt. Loading. Okay, und der Geist war natürlich ein Kiso. Wir haben den Geistertypen bestimmt ausgetrieben und kriegen dafür 210 Geld. Money, Money, Money. Money, Money, Money. Money, Money, Money. Wir haben's voll gerockt. Das war doch okay, oder? Das war doch geil. Also, lass doch gerne mal ein Like da dafür, dass wir in 30 Minuten einen Geist identifiziert und rausgeschmissen haben. Geht nicht darum, dass es jetzt, ne? Sondern es waren wir. Also. Wir haben's, mag man nicht glauben, wenn man es nicht gesehen hat, aber wir haben's geschafft. So, wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Schaltet gern wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Bis dahin, macht's gut. Ciao.